Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im RP-Projekt Real Farming Meets Reality. Mit dabei ist der Tobias Knoll und Volker Varuna aka Varuna LP. Moinsen und guten Abend. So. Oder Mahlzeit. Passt, dann wissen Sie Bescheid. Ja. Und jo. Rufen Sie mich bitte an, wenn Sie dann fertig sind. Jo, ich probier's, wenn's Netz zulässt. Ja, es hat nicht so viel. Okay, hätten sie mir das vorher gesagt, hätte ich gleich die Säge mitgebracht. Naja. Knoll, hast du, Jürgen, hast du die Salbine dabei? Ja. Ha, perfekt. Dann, Ich habe auch eine Kettensäge dabei. Ja, die habe ich auch dabei, aber dann fahr doch gerade mal her. Wir ziehen die ganzen Bäume hier rüber. Du ziehst die hier rüber. Und dann, machen wir sie dort alle auf Länge. Jo. Ich stell gerade den Steier noch weg. Du. Können wir danach runter zu dem Birkenwald da fahren? Ja, können wir uns angucken. Also ich. Wenn dann ein Birkenwald überhaupt ist. Hatte ich mal ein Stück. Komm mal gerade her, kannst du den hier schon anhängen? Guck mal. Hast du die Winde angemacht? Sonst geht's ja. Nicht. Nee, geht noch nicht. Okay, dann sehe ich den mal gerade um. Nee, Moment, ich muss andersrum. Ja, bitte nicht auf mein 1050. Ja, ich hab's gerade noch. Die Windrichtung hat geändert, deshalb. Achtung. Jawohl. Warte. Dann säge ich gerade den hier noch um. Ich muss den nicht fünfmal fahren. Ach, der 1050 kommt da eh hin. Kommst du her? Jawohl. Und den hier auch gleich noch. Einen. Ja. Oh nein. Das hörst du, obwohl es Kettensäge an ist. Ja. Hallo, Harry. Bitte! Harry? Ich bin jetzt fertig hier mit dem Wald. Dann kennst du Feld 82? Achtung, Volker. Ja, nicht. Das ist, weißt du, wo mein Hof ist? Ja. Zieh an. Ach, Harry, du stehst ja hier, warte mal. Das war gerade nicht geplant. Okay, gut. Wenn du weißt, wo mein Hof ist, da hinten dran, da liegen Stämme. Da ist auch die Parzelle 82. Oh, aua. Weiß ich Bescheid. Da hinten einfach die Stämme aufladen, zum Sägewerk bringen, verkaufen und mir den Preis sagen, weil ich muss an die Stadt abdrücken. Ja. Ja. Oder zumindest mal notieren, dass ich weiß, wie viel du dann... Die Pilönchen, die stellen wir mal hier vorne hin. Gut, also bis später. Bis später. Kann man jetzt gar nicht mehr wegtun oder was hier? Kriegst du die hochgehoben? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, das sind nicht zum Hochheben. Doch. Eigentlich schon. Aber die ist halt weg. So, der Harry hat gerade angerufen. Der macht jetzt unten, fährt jetzt unten schon mal das Holz ab. Das ist perfekt. Das Holz hier, das müssen wir ja dem Knoll gut schreiben. Wenn wir das verkauft haben. Das ist ja nicht unser Gewinn. Meiner schon. Ja. Herr Neumann, einmal anrufen bitte, Jonas. Weil Messix wird anrufen. Mensch, kann der nicht selber anrufen? Muss mehr arbeiten als der. Bin selbstständig. Ach so, warte mal, ich muss ja die anderen Bäume noch absägen, gell? Nix passiert. ich ruf den mal gerade an. Jo, mach. Ich
gerade wieder Hochbetrieb in der Forstwirtschaft. Es wird interessant hier dann nachher mit dem Tatra hoch und dem Anhänger. Weiß nicht, ob ich hier den Wald auch so gut hochkomme. Aber das wird man dann sehen. So. Der eine noch hier nebenan und dann sind wir, glaube ich, schon fertig. Dann kann ich mir hier ans Ende Asten machen. Jetzt los. So, da drum. So. Ah, der bringt hier schon die nächsten, das ist perfekt. Volker. Jo. Was dazu? Perfekt. Gutes Timing. Habe ich jetzt alle gefällt? Nee. Wie viel fehlen noch? Hier. Ich säge die gerade einfach um. Jo, mach. Aber beachte die Fallrichtung, gell? Ja, ja. So, dann, wenn ihr die alle hergezogen hast, könnt ihr fast schon den, achso, nee, den Tatra brauchen wir. Warum steht denn hier jetzt eine Pylone? Hab schon mitgezogen. War der 1050 wohl stärker? Kann die nicht. Ah doch, warte. Dann kann die nicht heben. Oh, die hat selber. Oh, Achtung! Oh, 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 oh. Das war nicht so gut. Oh doch. Die hast du ja alle durcheinander gewirbelt. Echt? Jo. Scheiße. Jetzt habe ich irgendwie meine Kettensäge verloren. Die irgendwo hingestellt? Ich weiß nicht. Irgendwie ist sie gerade nicht da. Ah, jetzt. Hab sie gefunden. Ah, hier muss noch einer weg. Ich muss es so fällen, dass ich schnell die Kette wieder anbringen kann. Jo, warte kurz. Aber wo hängen wir da jetzt ab wieder? Ey! Hm? Aufpassen! Bist hier über den Stamm gefahren. So, komm her. Das ist der hier. Die zwei, ja, ja. Ah, wieder. Gut, passt. Bist da? Jo, mach. Moment. Jetzt. So. Ey, heute läuft's mit dir. Aufträge noch und nöcher. Da liegen noch zwei drin, gell? Die sind noch nicht entlastet. So, dann haben wir's. Jo,
kannst du dann runterfahren und den Tatra holen mit Anhänger. Kann ich machen, ja. Aber guck, dass er leer ist, der Anhänger. Also lad dann einfach ab, wenn was drauf ist. Was denn? Was machst denn du? Oh. So, müsste klappen, oder? Solange sie nicht wegrollen, ist alles gut. Also holst du einen Tatra, bitte. Jo. So, lauf ich mal runter hier, ne? Kannst du deinen Traktor mitnehmen? Wir haben zwei Fahrzeuge. Ich lass den oben. Für was denn? Ja, sein Bier. Ja, ja, alles gut. Guck wo mal. Wo steht der denn? Ziemlich weit hinten. Kannst mal gucken, ob der Harry was schafft. Sitzt wahrscheinlich eh nur auf der faulen Haut rum, der Typ. Ja, deshalb, schau mal. Nicht, dass der uns nachher Geld kostet und Geld verlangt und nichts arbeitet. Oder Hans-Peter will was. Ich ruf mal gleich den an. Ne, das ist der von mir. Anhänger. Hä? Wem gehört denn das Feld hier unten? Der Stadt. Die sind dort am Ernten. Ah, ich hab dem Neumann gesagt, vielleicht kann er von der Stadt das Zeug kriegen. Die Ernte kriegen. Ja, die sind dort am Ernten. Von Harry sehe ich aber nichts. Okay. Na, vielleicht fährt er gerade schon was weg. Sieht so aus, aber er macht einen ziemlichen Umweg. Laut Karte. Ah, ich muss telefonieren, habe ich ganz vergessen. Vielleicht sagst du ihm ja mal einen besseren Weg. Jo. Und bis dann. Hallo. Hans-Peter. Servus. Ja. Also, ich habe angerufen wegen der Öko-Partei wegen dem Misstrauensvotum des Bürgermeisters. Ja. Da müssen wir irgendwie mal in die Potte kommen. Was ist denn wichtiger gerade? Aus deiner Sicht. Öko-Partei. Okay. Oder auch mit der Straße, die durch den Wald geführt werden sollte. Was der Bürgermeister wollte, aber das war ja abgelehnt. Ah, das war abgelehnt, aber... Ja, ja. Wir müssen ja endlich mal, finden, die dafür, die in der Öko-Partei mitmachen, wenn nicht. Dass wir dann irgendwann uns mal einen Termin ausmachen, wo wir uns dann alle treffen. Jo, das wäre wichtig. Kannst du das mal organisieren irgendwie? Ja. Vielleicht irgendwo ein nettes Restaurant am See oder so? Hm? Da gibt's doch bestimmt irgendwas in Schwatzing. Irgendwas Ruhiges. Hm? Gut, und dann kannst du dich ja melden, wenn du was gefunden hast. Ja. Kannst einfach buchen, ich weiß nicht, für 5-6 Leute oder so. Ja. Und dann müssen wir uns aber nochmal zusammensetzen, dass wir uns klare Ziele setzen. Hm. Okay, gut. Dann, jo. Dann bis die Tage mal, gell? Mhm. Tschüss. Ciao. So. So, hallo Jürgen. Tag schön. Ging ja schnell. Klar, ich bin schon so bold. Kennst mich doch. Du bist Usain Bolt. Ich bin runtergelaufen, ey. Hast du irgendwie die falsche Hautfarbe? Nein, hallo. Das war jetzt nicht diskriminierend.
Hoffe ich. Ja. Fahr mal gerade runter gucken, ich bin mir nämlich gar nicht mehr sicher, welcher Wald ich meinte. Ich dachte, okay, muss ich hier auch noch arbeiten? Hallo? Ich bin ja kein Angestellter von dir. Hast du jetzt die Stämme doch nicht abgeladen, wie ich gesagt habe? Soll ich die abladen? Ich hab gesagt, guck, dass du deinen Anhänger leer bringst. Na so. Naja, egal. Ah, schwing hinten ran. Lad sie ab. Ich sie mit runter. Komm gleich wieder. Jo. Hier mal auf, was geht. Geh doch mal schnell hier runter. Mach ich hier gerade noch voll und dann sind wir auch schon wieder. Volker. Ja, bitte. Wolltest du hier nicht teilweise mal ein bisschen verbreitern? Ja. Ja, das war aber zu einer anderen Zeit. Teilweise ist es aber immer noch ziemlich eng mit dem 1050. 1050 ist auch keine Forstmaschine. Klar. Power. Hallo. Irgendwie wollen die hier wieder nicht aufladen. Ich weiß nicht, was hier los ist. Ja, genau hier der Wald war das. Ah, unten. Ja, ja, ich erinnere mich. Da hat es was gesagt. Neben deiner Werkstatt, wenn du davor steht, das ist rechts, gell? Ja, genau. Aber nicht der kleine Birkenwald rechts daneben, sondern dahinter, das kleine Stückchen. Ein bisschen was wegmachen. Da wollte ich ein, zwei Hallen hin. Zwei kleine. Okay. Ein oder zwei kleine. Irgendwie kann ich nichts mehr aufladen. Mein Abschleppanhänger und so, weißt du? So. Okay, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Schaut bei dem Dark RaceX YouTube Jürgen RaceX vorbei und bis morgen. Ciao. Ciao.